Energieaudits und Energiemanagementsysteme bieten Unternehmen viele Vorteile. Sie ermöglichen die Optimierung des Energieeinsatzes und helfen ihrem Unternehmen, Energiekosten zu sparen. Die erzielten Energieeinsparungen tragen direkt zu einer nachhaltigen und klimafreundlicheren Wirtschaft bei. Sind Sie als kleines oder mittelständisches Unternehmen motiviert, freiwillig ein Energieaudit durchzuführen und Maßnahmen zu ergreifen, um Ihr Unternehmen energieeffizient zu gestalten? Möchten Sie Ihre unternehmerische Verantwortung wahrnehmen und sowohl dem Klima als auch Ihrer Geschäftsentwicklung etwas Gutes tun? Dann heißt es loslegen. Doch wie lässt sich ein Energiemanagementsystem im Unternehmen implementieren? Wo gibt es Experten und Expertinnen, die über das relevante Know-how verfügen? Und wie können notwendige Investitionen finanziert werden? Wann werden sich diese amortisieren? Und wo gibt es Unterstützung und Fördermöglichkeiten? Mit diesen Fragen sind Sie nicht allein. Es wurden zahlreiche Initiativen und Förderprogramme entwickelt, die vor allem kleine und mittlere Unternehmen dabei unterstützen, die Umsetzung der Energieeffizienz im eigenen Betrieb erfolgreich zu meistern. Durch den Erfahrungsaustausch unterstützen zahlreiche Initiativen und Netzwerke deutschlandweit ihre Mitglieder dabei, schnell und mit geringem Aufwand Effizienzpotenziale zu realisieren. Sehen Sie nun im Folgenden einige Netzwerke und Initiativen. Die Links zu den Initiativen und Förderprogrammen finden Sie in der Videobeschreibung. Die regionalen Kompetenzstellen Energieeffizienz, kurz KEF, unterstützen Baden-Württembergs kleine und mittelständische Unternehmen dabei, Energieeffizienzmaßnahmen erfolgreich umzusetzen. Die Effizienzmoderatoren und Moderatorinnen aus den 12 Regionen Baden-Württembergs kommen in die Unternehmen und betrachten im Rahmen des sogenannten KEF-Checks Energieverbräuche und mögliche Einsparpotenziale. Maßnahmen werden entweder direkt vor Ort oder mit Hilfe externer Beratungsleistungen abgeleitet. Dabei steht Ihnen der Effizienzmoderator oder Moderatorin kontinuierlich zur Seite und macht auf relevante Fördermöglichkeiten aufmerksam. Der KEF-Check ist neutral, branchenübergreifend, unabhängig und kostenfrei. Die Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke ist Teil des Maßnahmenpakets der Bundesregierung zur Steigerung der Energieeffizienz. Sie setzt auf die Vermittlung von Informationen, auf Beratungsangebote und auf Anreize, die die Eigenverantwortung der Akteure stärken. Stand 2020 sind bereits über 2400 Unternehmen deutschlandweit in 285 Effizienznetzwerken organisiert. Bisherige Ergebnisse zeigen, dass die Netzwerke einen langfristigen Nutzen für teilnehmende Unternehmen bringen. Die Zusammenarbeit erleichtert insbesondere die Umsetzung von Effizienzprojekten. In jedem Netzwerk wurden bislang Energieeinsparungen erzielt und selbstgesteckte Ziele wurden meistens schneller erreicht als geplant. Die Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz unterstützt den deutschen Mittelstand bei der Umsetzung der Energiewende. In Zusammenarbeit mit den örtlichen IHKs bietet die Initiative zahlreiche praxisnahe Tools an. Das sind zum Beispiel Praxisleitfäden, Tools zur Erfassung von Energiekosten, Online-Seminare, ein Klimaschutz-Coaching und konkrete Hilfestellungen zur Verbesserung der Energieeffizienz im Betrieb. Zum Angebot gehören auch EMAS-Konvois, in denen mehrere Unternehmen gemeinsam auf eine spätere EMAS-Validierung vorbereitet werden. Im Rahmen der Mittelstandinitiative Energiewende und Klimaschutz haben die 7 Umweltzentren des Handwerks praxistaugliche Instrumente für Betriebsberater und Beraterinnen erarbeitet. Mittels Gesprächsleitfäden, Beispielen aus der Praxis und Steckbriefen können Energieeffizienzpotenziale in Unternehmen identifiziert und Maßnahmen eingeleitet werden. Ein Online-Leitfaden führt thematisch in 7 energieintensive Gewerke ein und weist auf deren Hauptverbraucher und Sparpotenziale hin. Ergänzt werden diese Instrumente durch Online-Seminare. Darüber hinaus haben die Transferwerkstätten das sogenannte Energiebuch entwickelt. Es unterstützt bei der systematischen Erfassung von Energiedaten und hilft, Einsparpotenziale zu finden. Die Initiative Klimaschutzunternehmen ist ein branchenübergreifendes Netzwerk von Unternehmen, das sich aktiv für Klimaschutz und Energieeffizienz sowie einen sinnvollen Umgang mit Ressourcen einsetzt. Unternehmen werden bei ihren Bemühungen für den Klimaschutz mit Hilfe modellhafter Beispiele für effizienten Energieeinsatz unterstützt. Mit dem Projekt Klimaschutz gewinnt zeigen die Klimaschutzunternehmen, wie betrieblicher Klimaschutz und Energieeinsparungen gelingen. Auf der Website finden sich Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen CO2-Einsparungen erreicht haben. Aufgezeigt werden erfolgreiche Möglichkeiten, zum Beispiel in den Bereichen Abwärme und systematische Energienutzung, Mitarbeiterprojekte sowie Beispiele für intelligente Gebäudeautomation. Nun zu den Möglichkeiten finanzieller Unterstützung für Energieeffizienz.
Es gibt zahlreiche Förderprogramme der Bundes- und Landesministerien, die Investitionsprojekte und Beratungen bezuschussen. Unter www.förderdatenbank.de erhalten Sie einen Überblick über Förderprogramme des Bundes, der Länder und der Europäischen Union. Hier sollte für jedes Unternehmen etwas Passendes dabei sein. Viele Berater und Beraterinnen kennen die entsprechenden Förderprogramme und können sie bei der Suche unterstützen. Im Folgenden stellen wir zwei interessante Förderprogramme vor. Beim Förderprogramm Energieberatung im Mittelstand unterstützt der Bund kleine und mittlere Unternehmen bei der Inanspruchnahme qualifizierter Energieberatungen mit Zuschüssen. Dazu wählen Sie einen qualifizierten Energieberater oder eine Beraterin aus der Energieeffizienz-Expertenliste aus. Gemeinsam wird nun der Förderantrag gestellt. Anschließend nimmt der Berater oder die Beraterin die Energieverbräuche auf und ermittelt mögliche Energieeinsparungen. Für die Energieberatung erhält Ihr Unternehmen einen Zuschuss von 80%. Beim Förderprogramm Klimaschutzoffensive für den Mittelstand stehen ebenfalls gewerbliche mittelständische Unternehmen im Fokus. Statt der Beratung werden hier Investitionen in konkrete Klimaschutzmaßnahmen durch die KfW gefördert. Diese Maßnahmen können zum Beispiel die Errichtung förderfähiger Anlagen sowie die energetische Modernisierung bestehender Anlagen beinhalten. Das Förderprogramm knüpft somit an das vorhergehende an. Die Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Energieberatung können mit einem Förderkredit finanziell unterstützt werden. Hinweise zum Programm und zur Antragstellung finden Sie unter www.kfw.de. Den Antrag für den Förderkredit stellen Sie schon vor dem Vorhaben. Zunächst wählen Sie einen Finanzierungspartner in Ihrer Nähe aus, zum Beispiel Ihre Hausbank. Diese hilft Ihnen bei der Antragstellung und sichtet Ihre Unterlagen. Nachdem der Antrag durch die KfW geprüft wurde, erfolgt eine Förderzusage an den Finanzierungspartner. Nun kann das Vorhaben beginnen. Sie erhalten einen Kreditbetrag von maximal 25 Millionen Euro und können damit bis zu 100% der förderfähigen Kosten finanzieren. Im Rahmen verschiedener Laufzeiten von 5 bis 20 Jahren wird der Betrag bei individuellem Zinssatz zurückgezahlt. Die Klimaschutzvereinbarung Baden-Württemberg ist eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Verringerung der Emissionen von Treibhausgasen und zur Steigerung der Energieeffizienz. Mit der Unterzeichnung einer individuell auf das Unternehmen zugeschnittenen Klimaschutzvereinbarung können Unternehmen dem Klimabündnis Baden-Württemberg beitreten und eine Partnerschaft mit dem Land eingehen. Die Vereinbarung läuft verbindlich über 10 Jahre und wird mit Hilfe von Audits überprüft. Als Bündnispartner versichert das Unternehmen öffentlich, dass es ambitionierte Klimaschutzziele verfolgen und umsetzen wird. Zudem erklären teilnehmende Unternehmen die Absicht, mittel- bis langfristig klimaneutral zu werden. Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Unternehmen bestmöglich dabei. Ein Beitritt steht grundsätzlich allen Unternehmen im Land offen und ist jederzeit möglich. Weitere Informationen finden Sie unter der Website www.klimabündnis-bw.de. Sie sehen, es gibt viele Initiativen und Förderprogramme, die Sie bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz unterstützen. Schauen Sie sich auch unsere nächsten Videos an. Da stellen wir Unternehmen vor, die bereits erfolgreich Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz umgesetzt haben. Damit können Sie sich überzeugen, wie gut das in der Praxis auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen funktioniert und dass sich das Engagement für den Klimaschutz lohnt. Bleiben Sie dran!